Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich bin Entrümpler, ganz frisch hier in Fallout 4. Und schön ist das, schön, was man hier alles machen kann und auseinandernehmen kann. Warum, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich auch so ein bisschen auf der Suche nach Kupfer, weil ich Drähte brauche, um meinen Generator anzuschließen. Aber sieht noch alles so mau aus, also werden wir Kupfer uns noch irgendwann zeitig besorgen müssen. Aber da werde ich jetzt nicht so extrem lange mit verweilen. Da drin gibt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, was wir gerade mitnehmen. Um etwas zu bauen, das benötigt Energie. Ja, ich weiß. Was? Zigarettenkiste, alles weg. Alles weg. Alles weg. Eigentlich bei den ganzen Energiegeräten hast du so viel Kupfer drin. Das könnte ich doch alles mitnehmen, aber naja. So, wir haben 5 Leute. Wir brauchen Essen. Energie haben wir. Wasser brauchen wir. Also wir brauchen noch ein bisschen was. Wenn ich das so richtig gerade alles interpretiere, uns rate ich auf jeden Fall aus. So, die Lampe. Nee, geht nicht. Okay. Ist das eigentlich, was ich hier habe, alles normal? Ach, Betten. Betten brauchen wir mehr. Okay. Okay, okay. Dann machen wir das doch, wenn wir mehr Betten brauchen. Ich räume hier gerade nur auf und dann machen wir hier Betten rein. Also gucken wir mal, ich will jetzt hier gerade mal ein bisschen auseinandersetzen, wie ich hier alles schick mache. So, Betten brauchen wir. Dann gucken wir mal hier unten. Nein. Möbel. Jetzt sind wir hier. Betten. Ja, es gibt jetzt aber nur das Standard. Tut mir leid, aber wie es halt nun mal so ist. Fuck. Na? So. Komm, es muss gerade stehen. So, das ist das erste Bett. Jetzt haben wir 3 Betten. So. Dann haben wir 4 Betten. So, das ist erstmal gut. Was meinen die denn mit Wasser? Dekoration, Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung? Geschütztürme? Nein. Weil Ressourcen war es doch. Ressourcen? Wasser. Wasser benötigt Energie. Dann mach ich das lieber mal in die Nähe von unserem. Ah, jetzt habe ich auch. Muss im Wasser platziert werden. Okay. Dann suchen wir erstmal Wasser. Hat das einer von euch schon entdeckt? Glaube, da hinten meine ich. Was war das? Keine Ahnung. Achso, ich darf nicht zu lange rennen. So, ich muss hier gerade mal gucken, ob es hier. Nee, hier komme ich. Da! So, Wasser haben wir, benötigt habe halt 2x Strom. Essen, was gibt's essentechnisch? Kann ich noch nichts bauen, okay. Sonstiges, was haben wir hier? Plünderstation, nee. Okay, Energie. Den darf ich noch nicht, weil ich Kupfer brauche. Ich brauche noch Kupfer. Scheiße, wo gibt's denn Kupfer? Wo gibt es denn noch Kupfer? Gartenstuhl bestimmt nicht. So, wir müssen noch ein bisschen rumplündern, um Kupfer zu entdecken. Mann. Fahr mal hier rüber. So. Kupfer.
Achso, das ist. Ach, scheiße. Oh, do. Halt. Ich bin auch blöd. Komm. Nehmen jetzt einfach mit. Können wir bei uns so der Sonne nicht gebrauchen. Nehmen wir den Kopf erstmal mit nach unten. Zu dem netten, schönen Wassertank. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg, aber das werden wir dann erfahren. Eigentlich, komm, das ist echt so weit weg. Ups, das war das. Ich baue den mal hier hin. Den Wassertank baue ich jetzt nochmal um. Zum Glück geht das. So, jetzt haben wir Wasser. 10-mal Wasser, sehr schön. Essen, du hast ein Objekt mit Energie versorgt. Glückwunsch. Ja, ich bin schon ein Hecht. So, was haben wir hier? Generator, Windrad. Das ist für... Achso. Essen. Essen. Das war Ressourcen. Falschen Kürbis. Kann man irgendwas machen? Ich glaube, essen müsst ihr euch selbst. Schutz. Betten sind noch nicht genau. Die brauchen noch ein Bett. Oh. Mach es mit. Sanctuary. So, die Autos kommen mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Die Moral ist gut. Oh. Hey, schieß nicht auf mich. So. Kochen können die doch selbst aus so einer Kochstelle. Was soll denn das? Das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch. So sind sie, die Leute. Ey! Ich kann auch den. Ah, fuck! Hilfe! Hilfe! Rette mich! Danke. Dummer Plage, ey. Komm, hier alles nochmal raus, alles nochmal mit. Ja, alles mit. So, die Moral geht nach unten. Ja, weil wir noch keinen Schutz haben. Das ist schwierig. Nein, der Stuhl wird vernichtet. So. Dann machen wir mal zumindest Schutz. Können wir da was bauen? Immerhin können wir was bauen. Halt. Aus dem Weg. Zup. Machen wir einfach mal irgendwas in die Richtung. Hier. So. So, Schutz 5 haben wir auch schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch Betten. Noch ein Bett. Sollt ihr kriegen. Kriegt ihr hier rein. Kriegst jetzt dein eigenes Haus. Das ist die Küche. Das da dann nicht. Das ist Bad. Da ist alles am Arsch. Oh, cool. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass da noch eins ist. Stellen wir mal hier hin. Hab ich gar nicht mitbekommen. So, das war mal ein Kinderzimmer, so wie es aussieht. Betten. Hier. Bett. Standard, schön. So. Oh, sieht doch alles ganz cool aus jetzt. Nur noch Essen haben wir nicht. Weil ich noch nichts zu essen zubereiten kann. Ich dachte gerade. Nein! Dekoration, Energie, Essen. Können wir nichts irgendwie zubereiten? Also... So eine Kochstation. Ressource. Achso, so eine Plünderbank. Mal kurz. Also, wir sind ja gleich durch. So.
So, das war unser Haus, gell? Oder? Nee, da war ich noch nicht. Nehmen wir noch alles mit. Maddox. So. Oh, oh. Oh, na, ja. So. Wir gehen raus. So. Safe. Schauen wir mal, ob ich den öffnen kann. Bewege die H-Klammer mit links. Mit rechts drehst du den Schraubenzieher. Hast den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lasse R los und positioniere die H-Klammer neu. Okay. So, geht doch. Ja. Juhu, Vorkriegsgeld. Ach, was wir alles haben. So. Was ist das da oben drauf? Okay. Was hätte ich hiermit? Achso, hier hätte ich... Ja. Los. Okay. Sanctuary Hills. Ah, die Petra. Er ist vollständig mit dem Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit Kuchendiät. Okay, Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für 7 Ampullen Daytripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag eine rein. Alles, was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Okay. Rosa. Versuch immer noch, ihr etwas Buff-Out zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist. Aber es ist, wie es ist. Okay. Johanni. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt? Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viel er dafür hinlegen will. Ich fühle mal bei meiner Armee-Connection vor. Vielleicht bringt das was. Russell. Sie schulden mir noch immer Geld für die letzte Lieferung XR. Dabei bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die wirklich für Sie war. Denn so wahr mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass Sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aber über das Reden sind wir wohl sowieso hinaus. Ich weiß, dass Sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen im großen Schlafzimmer unter der Kommode. Dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Ein Bodensafe. Concord. Oh, ich will das jetzt eigentlich alles gar nicht lesen. Zieht sich nach wie vor ein paar Daddy-O's die Woche rein. Ist zwar ein affektiertes, pseudo-intelligentes Arschloch, aber zahlt gutes Geld. Williams. Er will Maddox, so viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum, geht mich ja auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Anders. Kinder sind eigentlich ein No-Go, aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und sie will partout nichts einschmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendeinen Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist ja das Geld ihres Vaters. Okay. Boston. Isaac. Student am CIT. Will Daytripper. Excel and... Und eine ganze Palette, ja Palette, Mentens. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche verrückten Experimente plant, das Zeug an die anderen Eierköpfe vercheckt oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ist mir auch egal, solange er gutes Geld zahlt. Wort. Junges Ehepaar holt sich jede Woche ein paar Daytripper, kleine Menge, coole Leute, keine Probleme. McDermott. Bulle, schon ewig Buffout-Kunde. Hab allmählich Probleme mit dem Nachschub. Ist viele Jahre gut gelaufen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen, aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal gesetzestreu wird, wenn er nicht kriegt, was er will. Wäre sehr schlecht für mich. Ja, das ist so. Skalbski. Die alte Dame hat ihre Daddy-O-Bestellung aufgestockt. Merkwürdig, aber profitabel.
Sonstiges. Malcolm. Potenziell neuer Kunde in Charleston Town. Verlangt Maddox. Wirkt seltsam panisch. Vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle. Muss vorsichtig sein. Durchsese. Unterwäschemodel von Braintree. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt. Hat immer nur Steampacks bestellt. Mindestens 10 pro Woche. Meine Fantasie spielt verrückt. Ah ja. So. Mal das. So. Essen geht hier halt noch nicht. So. Ne, hier ging's. Da ist ja ein Licht. Ja, okay. Alles gut. Sorry, renn mal nach da oben. Keine Energie, halte Arm zu verlassen. Ja, das machen wir. Habe ich nicht aufgepasst. Ich will nur in Richtung der Ladestation den da reinpacken und dann war's das. Ja, da ist's. Tiere bauen auf. So. Ups, jetzt muss ich kurz mal gucken. Hier. Ach so. Ah. So. Powerrüstung herstellen. Also das ist doch jetzt meine, oder? Modell A. Geht das so einfach? Aluminium, Plastik, Kleber. Oh, das geht. Guck doch mal da. Nee, das machen wir nicht. So. Torso. Modell A, unbehandelt. Wir wollen die Voltec. So. Nehmen wir das jetzt alles zu Voltec, ist mir egal. Rechter Arm soll jetzt Voltec werden. Sofern das geht, machen wir das jetzt einfach mal. Sieht auch schon besser aus, oder? So. Und der Helm. Oh, das geht nicht mehr. Helmlampe. Achso, die könnte ich noch umändern. Okay. So. Ja. Lassen wir den erstmal so. Unsere schöne Rüstung. Alle Modifizierungen herstellen. So, okay. Was können wir hier bauen? Waffenbank. So. So. Ich muss jetzt erstmal Zeug abgeben, wie ihr merkt. Na komm. Schmeiß das jetzt hier alles rein. Asbest. Ah, das sollte mal weg. Antiker Globus. Benutzter Ölkanister. Dings. Bergbauhelm. Beton. Billardkö. Okay. Blast. Ray. Ja, alles weg. Das lassen wir mal da. Die Brille kann weg. Buffout nehmen wir weg. Den nehmen wir mit. Du bist Special, nehmen wir auch mit. E-Ring auf jeden Fall. Das lassen wir weg. Federn. So, wie viel haben wir denn? Ach, viel zu viel. Ach du Scheiße. Die Minigun lassen wir mal da. Ha? Minuteman-Outfit lassen wir da. Die modische Brille nehmen wir mit. Militäruniform habe ich an. Nuka-Cola-Flaschen lassen wir mal alle da. Schädeloberteil lassen wir mal da. Palettenkleid lassen wir mal da. Plastikkürbis, so. Boah. Raiderrüstung. Linkes Bein, haben wir alles? Oh, das habe ich gar nicht an. Entschuldigung, mal kurz. Ja, das gehört jetzt halt alles dazu. Doch, da war's. Kleidung.
Meine Beine sind noch nicht geschützt. Alter, ich wollte das nicht von Leder, ich wollte das hier von den Raidern haben. So, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. So, jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut eingepackt. So. Und jetzt nochmal. Hallo? Da ist es. Ups, X, so. Nein, ich möchte ja weiter. So, die Babyrasseln sollen darüber. Glas kann weg. Grog der Barbar lassen wir mal. Gummi lassen wir mal da. Gut, Werkzeug, Flasche. Nein, die Haarklammer nicht. Handschellen. Hey, Schatz. Was ist das? Okay. Holzblock, die lassen wir mal alle da. Holzlevel. Hundenapf. Lassen wir mal zwei von denen da. Impro-Pistole auch. Jet. Kaffeetasse. Kaputte Glühbirne. Kaugummi, Keramik. Ja, die nehmen wir mit. Kreuzschlüssel. Lederkombi. Lassen wir alle hier. Ich muss unbedingt stärker werden. Unbedingt stärker werden. Das ist nicht gut. So. Sauberer schwarzer Anzug. Nehmen wir mal mit. Schlagring. Schlosshammer. Schraube. Schraubenschlüssel. Schraubenzieher. Nee, die lassen. Sicherung. Sonnenbrille kommt weg. Spielzeugauto kommt weg. Springmesser. Stahl. Den nehmen wir mit. Der Stahl lasse ich auch hier. Ist alles, was wir jetzt von hier haben. Sturmmaske habe ich auf. Sturmfeuerzeug kann weg. Toaster kann weg. Todeskrallen. Voltanzug. Vergoldetes Sturmfeuerzeug kann auch weg. Verstellbarer Schlüssel. Vorkriegsgeld kann man auch weg. Wahrnehmung, das lassen wir. Voltec, linkes Bein. Ah ja, okay. So, jetzt haben wir genug Power und wir haben genug Zeit verschwendet. Ach, jetzt sind wir auch wieder schnell. Ist das nicht schön, meine Damen und Herren? Jut, jut, jut. Erstmal soweit. Glühbirne, ne. So. Halt. Habe ich gerade noch was gesehen? Nochmal Pitboy an. Waffen. Ich Idiot. Ich Idiot. So, Waffen. Schlagring. Gut, ich kann ihn anziehen. Und die Pistole, ja, die habe ich am liebsten. Na gut, lassen wir das mal so. Aha. Naja, auch wohl, wir sind ja eigentlich... Ach, Gott. Jetzt gehen wir gerade nochmal schlafen. Wenn es denn noch ein Bild, Bett gibt. Bild. Naja, gibt's nicht. So. 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 Ich möchte schlafen. So, das war's. So, schlafen. 5 Stunden, komm. 5 Stunden sollte reichen. Ah. So. Wo sind denn alle? Juhu. Juhu. So. Splittergranatenmodul, nimm mal mit. So, wo ist unser Kumpel?
Wo sind sie denn alle? Ich hoffe, das geht gut mit denen. Bin ich gerade blöd? Okay, anscheinend bin ich das. Ah, da ist er. Den meinte ich doch. So, die bauen, das ist gut. Hallo. Hey, schön, dich wiederzusehen. Gute. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst. Ja. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Weißt du was? Was ich dazu meine, das erfahrt ihr in der nächsten Folge und ich bedanke mich. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur ein bisschen rumgebaut, rumgesucht, ein bisschen aufbereitet. Viel ist nicht passiert, aber mein Gott, so gehört es sich in diesem Spiel. Und das ist ja das Neue. Mal gucken, was weiter so passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.